Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück in der Spinnenhöhle und beginnen jetzt mal unseren zweiten Versuch, diesen Kampf zu bestehen mit ein paar oder sogar einigen Erkenntnissen, die uns helfen können. Als erstes, das hatte ich ja schon beim letzten Mal festgestellt, sollte ich versuchen, möglichst noch, bevor der Schwarm mit uns in den Nahkampf gerät, ein, zwei Mal sie per Wurf zu treffen, weil wir dann nicht diesen Malus haben, minus 4, wenn die im Nahkampf sind mit einem von uns. Das zweite ist, und das ist viel entscheidender und ist mir erst kurz nach der Aufnahme aufgefallen, und zwar hatte ich ja die beiden, die hier die Fackel hatten, das war Jeffel und Valerie, die hatte ich defensiv kämpfen lassen in dem entsprechenden Modus, und das war natürlich total dämlich, weil dadurch haben die um einen minus 4 erschwerten Nahkampfangriff gehabt, sodass sie kaum dass es für sie kaum möglich war, überhaupt mit der Fackel zu treffen. Das ist das Zweite, was ich verändern will. Das Dritte ist nochmal ein Hinweis von euch gewesen. Und zwar kann man mit dem Säurespritzer offenbar auch Schaden machen. Und das kann sowohl Waylon als auch Jaffel, sodass das eigentlich noch hinzukommt. Also mit diesen Erkenntnissen ausgerüstet sollte das hoffentlich jetzt klappen. Außerdem habe ich jetzt noch ein bisschen umdisponiert. Also werfen werden jetzt Waylon und Jaffel. Ich werde jetzt mit ihr jetzt gar nicht mehr in den Nahkampf gehen, sondern versuchen, das nur Valerie alleine dort bestehen zu lassen. Die beiden werfen, weil sie die höchste Geschicklichkeit haben. Und die Fackeln haben aber Valerie und Amiri. Amiri wird sich sozusagen um die großen Spinnen kümmern und dann später mit der Fackel reinhauen. Das ist so ein bisschen jetzt der große Gesamtplan. Und dementsprechend, ja, gehen wir mal voran, würde ich sagen. Schnell gespeichert habe ich, und dann gucken wir mal, wie wir das jetzt am geschicktesten lösen. Erstmal gehen wir so weit, dass wir die dicke Spinne sehen. Da haben wir sie. Dann bringe ich schon mal Waylon hier so ein bisschen in Stellung. Na, kannst du mal bitte... Ja, ich würde gerne schon mal den Schwarm sehen. Aber das scheint nicht so... Wie ist das eigentlich hier mit Heimlichkeit? Ich meine, wir sind nicht gut in heimlich sein. Aber wir können es ja mal probieren, da jetzt mal hier hinzuschleichen. Ja, seht mal, den ersten sehen wir schon. Versuchen wir das mal mit ihr auch. Mit der. Aber sie... Achso, jetzt habe ich nur die künstliche Gänse. Hier. Okay, so, das ist also jetzt der Start. Wir werden jetzt direkt gleich mal versuchen zu werfen mit dem Alchemistenfeuer. Wir müssten fast dran sein. Mal gucken, ob das gelingt, ob sie in der Heimlichkeit bleiben beim Werfen. Ich weiß nicht, wie das ist. So, und dann Valerie bleibt erstmal stehen. Die bleibt auch erstmal stehen. Sie geht dann nachher vor, wenn es losgeht. Ich bin gespannt. So, die holen... Ja, okay. Der Wurf geht los. Initiative ist gewürfelt. Wir haben ganz gut gewürfelt, würde ich sagen, aus Amiri. Das ist aber nicht so schlimm. Valerie geht jetzt erstmal in Richtung dieser Spinne. Und die müssen sich jetzt gleich zurückziehen, nachdem sie geworfen haben. Das ist jetzt mal gleich mal spannend, was das bringt. Okay, wir haben immerhin 3 Schaden gemacht. Waylon hat nämlich getroffen. Leider hat VFL nicht getroffen, aber immerhin Waylon. Das war sozusagen etwas, was wir beim letzten Mal gar nicht geschafft haben. So, jetzt gehen die... Amiri geht hier nach oben erstmal. Die beiden gehen jetzt hier in den Hintergrund und werden dann gleich noch weiterwerfen. Genau, das ist gut. Valerie ist jetzt hier im Zweikampf. Sehr gut. Amiri kann jetzt eigentlich schon dazukommen, kann, glaube ich, gleich mal erstmal in den Kampfrausch gehen. Und jetzt können die schon anfangen, weiter zu werfen. Vielleicht kriegen sie es ja sogar noch hin, ein zweites Mal zu treffen. Gucken wir mal. Was wir bei ihr übrigens aktivieren können. Ich mache jetzt mal nicht das Lebensding, sondern ich mache mal Gerechtigkeit. Das bringt ihr nochmal was auf die Angriffswürfe. Müsste eigentlich auch... Ich weiß gar nicht. Geht das dann eigentlich auch für... Auf alle Angriffswürfe? Auch beim Werfen? Müssen wir mal gucken. So, gut, egal. Wir lassen sie auf jeden Fall auch nochmal werfen. So, Valerie muss hier einfach durchhalten. Und ja, dann könnte das was werden. So, das mit den Würfen dauert jetzt. Der Schwarm ist jetzt... Verdammt, der ist an Amiri ran. Das war nicht so geplant. Die muss ich dann vielleicht lösen. Aber erstmal müssen wir die Spinne erledigen.
Okay, da haben wir einen kritischen Treffer und ich glaube, wir haben den ersten Schwarm auch schon erledigt, weil hier kommt nämlich schon der zweite ran. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. So, Amiri muss jetzt hier rüber, das ist klar. Der zweite Schwarm, mit dem habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Ja, vor dem müssen wir uns erstmal zurückziehen. Im Prinzip muss der zweite Schwarm eigentlich so planmäßig auch an Valerie ran. Deswegen werde ich mal mit Vierfel hier hingehen. Hier am besten. Und mit Waylon auch hier. Ich weiß nicht, ob er sich da noch erstmal retten kann. Er hat Übelkeit. Ah, der verfolgt sie jetzt leider. Das ist ein bisschen blöd. So, Amiri. Ah, das ist jetzt doof. Der verfolgt uns. Das ist unschön. So, Valerie kann jetzt direkt mal auf die Fackel gehen. Hilft jetzt nichts. Und schlägt drauf ein. Und ich denke mal, wir werden jetzt schon mal den Defensivmodus ausschalten. Vielleicht kann sie ja schon ein paar Treffer landen. Der Schwarm ist jetzt wo? Ich weiß nicht ganz. Bei Amiri jetzt möglicherweise. Immerhin besser als bei den beiden, weil die müssen ja noch werfen. So, jetzt geht mal bitte dahin. Ah, der Schwarm folgt uns. Das ist so blöd. Richtig doof. Richtig unplanmäßig läuft das. Okay. Was machen wir denn da jetzt? Wie werden wir diesen blöden Schwarm los? Ich meine, wir können auch von hier werfen, aber das gibt, glaube ich, dann wieder auch einen Malus. Ich weiß es nicht genau. Puh. Doof, 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 doof. Na, wir gucken mal, dass wir das nächste Mal Jeffel dort weglaufen. Irgendeiner muss doch jetzt mal freistehen. Ja, okay, der Schwarm bleibt jetzt bei Waylon. Immerhin. Dann wird sie jetzt weiterwerfen hier auf den. Und Waylon, wie kann der sich jetzt am besten wehren dagegen? Er könnte jetzt diese Säuregeschichte mal probieren. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wenn er von hier aus direkt auf den Schwarm wirft. Ob das irgendeinen Malus gibt? Wir versuchen uns mal einfach. Mal gucken. Oder wir versuchen es mal auch hier hinzuwerfen. Mal schauen, wie das funktioniert. Er macht es direkt. Aha. Gut, im Nahkampf schießen, das ist der Malus, den man sowieso bekommt, wegen dieses Nahkampfes. Aber ansonsten scheint das kein Problem zu sein. Ein Schaden hat er gemacht. Amiri ist ein bisschen angeschlagen. Die muss jetzt erstmal was trinken. Und wir werfen dann weiter. Okay. Du greifst weiter an, ist klar. Ja, schön 11 Schaden gemacht. Ich hoffe, das wird bald was. So, wie sieht's denn aus mit dem Schwarm? Einen hat er. Werfen, werfen, werfen. Und Waylon auch werfen. Oh, hier hat Amiri einen kritischen Treffer abbekommen. Aber die Riesenspinne müsste eigentlich, wenn sie ein bisschen Glück hat und trifft, beim nächsten Schlag erledigt sein. So, hier wird weiter geworfen. Der arme Waylon, dem geht's erstaunlich gut dafür noch, dass er hier direkt einen Schwarm abkriegt. So, sie hat minus 2 Stärke, aber jetzt ist es trotzdem erledigt. Sehr gut. Okay, damit ist Amiri jetzt erstmal frei. Und ich glaube, wir sagen ihr jetzt, sie soll auch mit der Fackel zuschlagen. Kann sie irgendwie noch... Nee, sie kann, glaube ich, ihren Angriff selbst jetzt nicht verbessern. Dann würde ich sagen, was hat sie hier noch? Nö, dann soll sie jetzt auch hier mit der Fackel hinschlagen. Vielleicht trifft sie ja das ein oder andere Mal. Okay, der ist erledigt. Sehr gut, der Schwarm ist weg. Jetzt haben wir wirklich nur noch einen Schwarm. So. Hierfür. Hast du noch was zum Werfen? Nein. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur Waylon schützen. Und heilen und so weiter. Wir könnten... Obwohl, vielleicht kriegen wir das auch... Waylon muss jetzt mal gewissermaßen in die unmittelbare Umgebung werfen. Mal gucken, ob das klappt. Valerie schlägt weiter mit ihrer Fackel. Stay behind me. Und sie versucht jetzt auch mal mit der Säure. Genau, da gucken wir mal genau hin, ob das klappt. Du hast auch die Fackel, schlägst drauf ein. Okay.
Ja, sehr schön. Der erste Fackelschlag hat schon mal geklappt. Wunderbar. Spinnenschwarm macht zwar auch Schaden. Ja, Waylon hat natürlich jetzt hier keine Heilung. Aber da können wir vielleicht helfen, indem wir hier heilen. Nämlich leichte Wunden heilen. Das kann hier Firma machen. Ja, plus 7, wunderbar. Okay, was hat mir gesagt? Sie soll Säure machen. Genau, das müsste sie jetzt automatisch machen. Der nächste Treffer, Säure funktioniert offenbar auch. Tatsächlich, also das klappt gut. 2 Schaden nochmal. Okay, der ist halb runter. Waylon ist allerdings auch schon sehr, sehr, sehr angeschlagen. Wird Jeffel nochmal heilen müssen? Ich denke ja, wir machen das nochmal. Auf Waylon. So. Waylon selbst macht auch Säure. Zweimal. Was ist das denn bitte jetzt gerade? Was machst du da? Keine Ahnung, was er da macht. Ach so, ich habe aus Versehen Benommenheit hier aktiviert. Nicht Säure. Das ist natürlich unschön. Das war nicht getroffen, ganz offensichtlich. So, Leute. Und du? Zwei erfolglose Fackelschläge. Auch die Säure trifft im Moment nicht mehr. Die Fackeln auch nicht. Haben wir noch irgendwas, was wir werfen können? Ja, du hast noch mal eine Säurefiole. Versuch es nochmal. Immerhin ein Schaden. Kommt, ich glaube, ein Treffer müssen wir noch setzen. Dann ist es was vor. Kommt, treff doch mal bitte jetzt mit den Fackeln. Das kann doch nicht wahr sein. So, wir müssen noch mal heilen, Leute. Geht nicht, hilft nichts. Ja, das war's, glaube ich. Sehr schön. Okay, Taktik ist aufgegangen, muss man so sagen. Sehr, 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 sehr gut. So, was haben wir hier? Wir haben eine Erschöpfung, die geht aber gleich weg. Und der Stärkeschaden, den kriegen wir, glaube ich, der ist permanent. Den kriegen wir nicht so einfach weg. Es sind ein paar Charaktere, haben ja dieses Gebrechen behandeln. Ich weiß nicht, ob das hilft in diesem Zusammenhang. Ich probiere es einfach mal. Nee, das hilft offensichtlich nicht. Oder sie hat es nicht erfolgreich hingekriegt. Ich weiß es nicht. Nee, also damit kann man das auf jeden Fall nicht lösen. Gut, mal schauen, ob da Rasten hilft. Ja, it can be restored by resting. Okay, alles klar. Dann denke ich, sind wir aus dem Schneider. Wir werden natürlich gleich rasten, wenn wir zurückkommen zum Handelsposten. Wie sieht das jetzt aus? Überladen. Kann er jetzt gar nichts mehr machen. Dann muss er natürlich was ablegen. Ja, weil seine Stärke so krass reduziert ist. Wahnsinn. Was kann er denn tragen? Ich meine, der hat doch nichts, was irgendwas wiegt. Hier 3 Pfund. Ach so, seine Waffen wiegen was. 8 Pfund und 4 Pfund. Er muss komplett die Waffen ablegen. Ja, dann geht's. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt kein Kampf kommt. Sonst kommt er irgendwie nicht mit nach Hause. So, aber wir schauen uns jetzt erstmal um. Also, wir haben hier so einen Kobold und der hat einen Trank Magierrüstung. Nicht schlecht. Plus 4 auf Rüstungsklasse. Sehr gut. Silberring und Goldmünzen. Aber was wir nicht haben, ich dachte, die Kobolde haben das vielleicht dabei, dieses andere Zeug, was wir noch finden müssen. Gut, aber erstmal hier zu den Fangbären. What a bother. Und es ist ihr nicht gelungen. Sie hat einen plus 7 Modifikator, hat aber eine 2 geworfen und das ist ein Schwierigkeitsgrad von 20. Oh Mann, vielleicht sollte Waylon mal Folgendes machen. Er hat nämlich ja seinen Naturfreund hier gar nicht mehr dabei, weil wir ja alles geändert haben. Das kannst du auch mal wieder reinnehmen. Der bringt ihm noch einen Bonus. Ich weiß gar nicht, ob er dann besser ist, möglicherweise. Aktivieren wir ihn mal. Und schauen wir mal. Nee. Okay, jetzt hat sie es geschafft. Sehr gut. Sehr gut, wo haben wir die? Das sind die Fangbären, alles klar. Ist hier noch was Interessantes? Sieht nicht so aus.
Sieht nicht so aus. Na gut, immerhin, wir haben den Schwarm besiegt, wir haben die Fangbären. Aber die andere Aufgabe, die haben wir, die Mondradieschen. Die Sache haben wir noch nicht erledigt. Mondradieschen. Ich meinte, aber das sind Pilze, ne? Sieht man die möglicherweise nur bei Nacht oder so ein Quatsch? Gibt es hier vielleicht noch so einen Effekt? Aber das hätte er uns ja erzählt, ne? Gehen wir erstmal zurück zu ihm, würde ich mal sagen. Das haben wir uns wirklich verdient, uns da mal ordentlich auszuruhen. Okay, ich denke, wir sollten auch nebenbei mal die Fackeln tauschen. Das muss nicht rein. Das muss nicht sein, dass wir am helllichten Tag hier mit Fackeln rumlaufen. So. Und? Da ist noch eine Spinne. Die hat sich gerettet. Die ist draußen geblieben. Hier hat sich offenbar nichts verändert, zum Glück. So dass wir den Ort hier wieder mit gutem Gewissen erstmal verlassen können. Aber hier war nicht der Ausgang. Wobei es natürlich ein bisschen Quatsch ist. Normalerweise müsste man auch dort die Karte verlassen können. Okay, ich würde fast zur Sicherheit sagen, dass wir auf gleichem Weg wieder zurückgehen. Um nichts zu riskieren, immerhin bekanntes Gebiet. Ich hoffe, wir haben da keine große, komplizierte Begegnung da noch bis dahin. Also lasst uns hier zur Kreuzung gehen, dann hier oben hingehen. Nein! Nein! Es kommt tatsächlich noch zum Kampf. Und wir haben, sind zweimal mit Stärke Malus. Wir versuchen mal auszuweichen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist doch eine gute Gelegenheit, das mal zu testen. Du hast den Gegner entdeckt. Du bist den Gegner erfolgreich ausgewichen. Ja. Und jetzt möchte ich ausweichen. Ah, okay. Jetzt können wir also weiter marschieren. Cool. Wovon das abhängt, wie das gewürfelt wird, ich weiß es nicht. Reiner Zufall? Na gut, wir sind auf jeden Fall gleich wieder da und möchten den Ort betreten. Und wir werden mal mit Bocken gleich mal reden, ob der uns vielleicht noch was erzählen kann, wo wir die anderen Sachen konkret finden. Ansonsten wäre das Naheliegende, dass wir tatsächlich erstmal zurückkehren oder diese Sache angehen mit dem Grab, wo unser Rivale möglicherweise sich aufhält. Zumindest wurde er dort gesehen. So, Bocken. Die eine Sache kann ich dir schon mal überreichen. Fangbären geben. Genau. Sind das die Bären, die ihr braucht? Nach einem raschen Blick auf den Korb nimmt Bocken einige Beeren und schiebt sie sich in den Mund. Ein entzücktes Lächeln huscht über sein Gesicht. Ah, Fangbeeren. So frisch. Ihr wart gut zu einem alten Mann. Danke. Hier, nehmt diese Tränke. Wenn ihr mehr braucht, kommt zurück. Ich gebe euch sogar einen Rabatt. Sehr schön, wir bekommen jetzt bei ihm immer Rabatt für Tränke. Genesungstrank. Wunderbar. Zweimal, 150 Erfahrung. So, wozu braucht ihr diese Fangbeeren? Ehrlich gesagt, werde ich mit den Jahren immer wählerischer und habe kaum noch Appetit. Alles, was ich esse, hat für mich kaum noch Geschmack. Zum Schlucken muss ich mich fast zwingen. Das Einzige, was ich noch schmecke, sind Fangbeeren. Deshalb würze ich mein Haferbrei und mein Fleisch damit. Sogar meinen Tränken füge ich sie hinzu. Habe ich keine Fangbeeren mehr, esse ich gar nichts. Svetlana wollte mir helfen. Die Gute, sie hat Kuchen für mich gebacken, Fischsuppe gekocht und Wildgulasch. Aber ich konnte keinen Bissen davon essen. Ich war verzweifelt. Diese verdammten Spinnen haben mir die letzte Lebensfreude geraubt. Wärt ihr nicht gewesen, wäre ich wohl sang- und klanglos verhungert. Wie bitte? Deswegen sind wir gekommen, Bocken. Deswegen haben wir uns diese Mühen auferlegt, damit du irgendwie lecker zu essen hast. Das ist ja unfassbar. Ich dachte, du brauchst das für irgendwie ganz wichtige Tränke, die uns auch nutzen können. Ich bin ein bisschen empört. So, wir fragen nochmal nach wegen der anderen Geschichte. Mondradieschen. Wo sie wachsen, sind angeblich oft Kobolde anzutreffen. Also die Gegend muss ja irgendwie die richtige gewesen sein. Man könnte vielleicht noch ein bisschen die Gegend absuchen. Das könnte man machen, dass man ein bisschen in verschiedene Richtungen nochmal dort läuft, weil wir haben ja zwei tote Kobolde entdeckt. Würde ich mal so sagen. Okay. Aber lassen wir das erstmal.
Gut, die erste Aufgabe können wir streichen. Ja, ich würde mal sagen, ich mache an dieser Stelle eine Pause. Ich werde mich mal hier um unsere Ausrüstung kümmern und werde vielleicht noch ein bisschen was verkaufen und einkaufen und sowas alles. Erzähle ich euch dann, was ich gemacht habe. Und beim nächsten Mal, denke ich, werden wir uns mal mit einem weiteren Gefährten nochmal unterhalten. Um vielleicht mit Amiri, um ihre Hintergrundgeschichte zu erfahren. Und dann, ja, dann würde ich sagen, tja, was machen wir als nächstes? Aber ich denke, wir gucken erstmal ein bisschen nochmal in der Gegend dort rum, wo wir eben waren. Vielleicht finden wir noch Kobolde, vielleicht finden wir noch diese anderen Sachen für Bocken. Und dann gehen wir aber natürlich zum Grab. Das ist so der Plan für die nächste Zeit. Also, bis dann, macht's gut, euer Steinballen.